Sul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Sims-Folge. Ich weiß nicht, ob ich gestern gesagt hatte, die Folge wird heute wieder länger. Wird sie auf jeden Fall heute nicht, weil wir jetzt gerade irgendwie 11 Uhr nachts schon haben und ich noch 7 Videos aufnehmen muss und 4 davon bis morgen fertig werden müssen. Yay, willkommen in Cuddys Welt. Ja. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Sie dance zur Nachrichtensendung oder was? Sehr gut, dann tanzt zu der Musik, die hier läuft. Und was macht unsere Lia hier? Irgendwas am PC. Gucken wir gleich mal, was sie macht. Ashley ist gerade arbeiten. Was tut sie denn da? Ach ja, stimmt. Wir hatten sie ja Schreiben üben lassen. Haha, da war ja was. Und danke für die Info, dass das normale Essen den Durst nicht auffüllt. Dann frage ich mich generell, wozu sollte ein Vampir überhaupt noch normal essen, wenn es ihm sowieso nichts bringt? Das ist dann ja eigentlich totaler Mumpitz, das zu machen. So. Wenn das nur nicht immer so stressig wäre mit den Plasmabeuteln. Weil entweder, wenn man es kauft, ist es halt schweineteuer oder man muss hier permanent schauen, dass man nachzüchtet und man bekommt halt einen einzigen Plasmabeutel von einem Frosch. Das ist ein bisschen ungünstig. So, trink das mal. Und einen verpassen wir noch Kimberly. Oh, befördert zu Teammaskottchen. Ashley wurde befördert und ist jetzt Teammaskottchen. Sie verdient jetzt 9 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 28 Simoleons pro Stunde ergibt. Außerdem hat sie 132 Simoleons als Bonus bekommen und neue Kleider obendrauf. Morgen um 14 Uhr muss sie das nächste Mal auf die Arbeit, okay. Hat sie den jetzt schon? Ja, den hat sie schon. Das hört sich so krank an, wenn die so irre lacht. So, da ist ja unser Teammaskottchen. So, sie hat auch noch jede Menge Plasmabeutel, sehe ich gerade. Trotzdem müsste sie dringend mal was trinken. Und duschen rein theoretisch auch. Was ungünstig ist, weil jetzt können wir wieder nicht großartig mit ihr irgendjemanden treffen. Das ist echt doof. Level 2 der Schreibfähigkeit erreicht. Sie kann jetzt selbst Bücher veröffentlichen. Das ist doch auch schon mal ganz cool. So, hier Jobbeschreibung. Die will ich mir mal gern durchlesen. Sportlerin Stufe 3. Ein Teammaskottchen weiß, was die Menge in Schwung bringt. Wie es die Menge in Schwung bringt, so. Mit zahlreichen Rufen und Bewegungen wird Ashley die Fans von den Sitzen reißen und dazu bringen, das Team anzufeuern. Ja, das hoffe ich doch mal. Und ich hoffe immer noch, dass... Weil ich weiß immer noch nicht, wie ich ihr dann mal den Bademantel abnehmen kann. Beim Baden. Beim Baden kann sie auch ruhig nackig sein. Eieieiei. Okay. Wir könnten gleich trotzdem mal gucken. Mit wem hat sie denn jetzt nochmal angebandelt? Sie hat angebandelt mit Elias, mit Aiden auch so ein bisschen. Ja, Elias wäre eigentlich schon ganz gut. Hier, guck mal, wir können mal eine glückliche SMS schicken. Die schicken wir an... Warum können wir die nicht an Aiden schicken? Aber ich wollte ja, dass sie Don noch mehr kennenlernt. Bei Don hat sie jetzt aber momentan noch gar kein romantisches Interesse. Dann plaudere doch mal mit Don. Und warum hat Don Turi-Klamotten an? I don't get it. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Wie ist überhaupt das Verhältnis zwischen den beiden? Don. Ja, Gott, nicht so toll. Ja, Don wollte ich ja gerne noch wieder zum jungen Erwachsenen machen. Da waren ja die meisten dafür, dass ich ihn nochmal verjünge. Das kann ich natürlich gerne machen.
Was? Ich schlafe später nochmal an. Dafür haben die beiden mal lange telefoniert. Um 23 Uhr schläft er schon und mault mich an. Ja, der ist wirklich alt. Meine Güte. Kann das sein, dass... Oh, jetzt klopft er hier wieder. Nee. Gerade keine Lust. Sie könnte mal eine dunkle Meditation machen. Vampir, dunkle Meditation. Dann könnte sie ein bisschen hier DJ-mäßig üben. Also wir haben hier echt ein Durstproblem mit unseren Mädels. Warum haben die so schnell Durst? Das ist ja Hölle. Das ist ja echt die Hölle. So, geh du auch mal noch duschen. Wie sieht's aus bei Ashley? Ashley, guck mal hier. Das ist echt schlimm. Okay, sie hat jetzt auch noch gar nichts getrunken. Was eine Lasershow hier in der Bude. Na ja, gut, Spenden sammeln ist abgeschlossen. Ja, nicht ohne Erlaubnis trinken ist sie bei 5 von 14. Was macht sie? Sie tanzt, okay. Lia kann, glaube ich, schon mittlerweile recht gut tanzen, oder? Auf welchem Level hat sie tanzen denn? Es geht. 4, fast 5. Ja, wir sind rücksichtslos und schrecklich und überhaupt. Du mich auch. Ashley hat hier schon den passenden Tierbeat drauf, ja? Sie hören hier den watschelnden Pinguin? Eieiei, das kommt noch alles. Das kann sie dann ja auch verkaufen, wenn sie dann mal gute Musik schreibt. Vielleicht hätten wir doch nicht so ein Riesenteil hier reinstellen, sondern es sieht doch ein bisschen merkwürdig aus. Eieiei. Oh, ich liebe dieses Outfit. Ich will genau dasselbe Outfit auch haben, was Kimberly da trägt. Die Sache ist, wie lerne ich... Wir sind bei den Avantgardisten und bei den Vampiren. Wohnungsschlüssel geben. Ja, dafür müsstest du erstmal noch jemanden kennenlernen. Das Problem ist den Sim, den ich mit ihr kennenlernen will. Das ist verflixt schwierig, den überhaupt kennenzulernen. Weil wir dem irgendwie nie über den Weg laufen. Was ein bisschen doof ist. Da ist Ocean. Sie kann ihr nochmal eine glückliche SMS schicken. Und Miko kann sie auch mal eine glückliche SMS schicken hier. Mal so ein bisschen die Leute hier anheizen. Yuki, guck mal da, können wir auch eine glückliche SMS schicken. Sie zischt wieder. Den anderen macht das jetzt gar nichts mehr aus, weil sie auch Vampire sind. Kann das sein? Sie möchte wieder ein Karaoke-Duett singen. Warum will sie so oft Karaoke-Duets singen? Sowas müssen wir hier noch machen. Also hier können wir gerade nicht wirklich was vorantreiben. Hier können wir was vorantreiben mit der Serienromantikerin. Ja. Und sie möchte 5000 Simoleons verdient haben. 2070. So viel ist das noch nicht, was sie da verdient hat. Muss sie morgen arbeiten? Ja, muss sie. Nein, muss sie nicht. Doch, muss sie. Aber sie hat die Aufgabe schon abgeschlossen. Das ist sehr, sehr fein. Aber... Alter, was eine Lache. Wir müssen echt schon wieder gucken. Das gibt's doch nicht. Bestellung. Ach, ich kann das mit ihr noch gar nicht bestellen, ne? Weil sie noch nicht gut genug bewandert ist hier in, in den vampirischen Kenntnissen. Guck mal hier, unsere Koryphäe am Mischpult wird auch mal besser. Guck mal, jetzt ist es schon kurz vor DJ Mixen Level 3. Also, ja, irgendwann dann kann man sich das mal anhören, ohne Ohrenkrebs zu bekommen.
Aha, jetzt kann sie Plasmabeutel am PC bestellen. Sehr fein. Ah, das war ja echt. So, Plasmabeutel bestellen. Guck mal hier, 50 Simoleons kostet halt einer. Ich bestell mal 12. Falsch, ich muss sie auch da reinziehen. DJ-Mixen-Fähigkeit 3 erreicht. Ashley kann jetzt beim Auflegen ein neues Musikgenre spielen und zwischen den verfügbaren Genres wechseln. Außerdem kann Ashley von nun an mit anderen Sims über DJ-Techniken reden. Okay, sehr gut, sehr gut. So, jetzt haben wir das hier genau aufgeteilt. Ashley hat ja selber noch welche. Uts, uts. So, was kann sie denn jetzt hier spielen? Chiptune, Groovy, mach mal Chiptune. Okay, wenn ich so jemanden neben mir hätte, dann würde ich allerdings auch irgendwann anfangen zu motzen. Es wird mit Sicherheit auch nicht lange dauern, bis wieder jemand vorbeikommt. Verflixt, wir müssen uns hier erstmal so gegen Käfer einsprühen. Und bitte mal bewässern. Und Jetten auch, du meine Güte. Die Pflanze ist todkrank quasi. Also auf jeden Fall macht hier jede Sim-Mädel hier bei uns, macht auf ihre Weise irgendwie doch ein bisschen was Sinnvolles und Produktives. Oh, geht Kimberly gerade auf Ashleys Musik ab oder was? Okay, oh, ein Piñata-Lama. Okay, ihr Lieben, ich werde mich aber für heute von euch verabschieden. Ich versuche morgen die Folge wieder normal lang zu machen. Alles etwas chaotisch. Eigentlich habe ich diese Woche sogar weniger Projekte und trotzdem habe ich nicht mehr Zeit, weil jetzt dann doch nur ein Auftrag dazu gekommen ist und ich noch was fertig machen muss, auch zur Sims-App, zu die Sims Mobile. Da dürfen wir ja endlich in Deutschland ab dem 1. Oktober erste Sachen zeigen. Aber auch nur sehr begrenzte Inhalte, danach nochmal Ende Oktober und dann nochmal Anfang November. Vorher dürfen wir die Sachen rein rechtlich gar nicht zeigen, weil Electronic Arts da sehr, sehr strenge Bestimmungen in Deutschland hat, dass von Sims Mobile vorher nichts gezeigt werden darf auf YouTube. Okay, ihr Lieben, ich verabschiede mich aber für heute von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und damit macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!